Ja, da bin ich mal wieder, Freunde. Wie soll man anfangen? 5-0 in Hoffenheim verloren. Das war ein sehr, sehr krasser Sieg. Krasse Niederlage, keine Frage. Mir fehlen einfach nur die Worte. Und ja, ich bin gerade mit der Weekend League fertig. Die Rewards werdet ihr morgen sehen. Für die, die es interessiert. Und ja, auf jeden Fall, alles Weitere werde ich euch noch in dem Rewards-Video erzählen. Nun kommen wir jetzt zum FC-Talk zu Freitag. Und ja, ich war, also wenn ich ehrlich bin, ich habe nach den 3:0 leider ausgemacht und aufgehört zu gucken. Ja, da kann man vielleicht jetzt sauer sein, sagen, was ist das für ein FC-Fan? Das kann doch nicht sein. Und warum machst du so und oder so? Ja, Freunde, ich habe leider kein richtiges Spiel von unseren Leuten gesehen. Und da war einfach nicht zu sehen. Man hat gesehen, dass Skiri einfach jetzt der wichtigste Spieler bei uns im Kader ist. Und wenn es jetzt ohne den nicht läuft, landest du halt mal wieder so tief im Loch wie noch nie. Und klar hat auch Ljubicic gefehlt, der auch auf der 6 sehr gut ist, finde ich. Und man hat halt den enormen Unterschied gesehen zwischen einem Skiri und einem Özcan leider. Und ich finde, die Verlängerung, finde ich, also ist meine Meinung, jeder kann seine Meinung haben, aber die Verlängerung von Özcan fand ich halt leider fehlerhaft, weil der Junge hat halt genug Chancen gehabt, fand ich. War auch verliehen bei in Kiel und hat halt gesehen, das reicht einfach nicht. Und man muss sich jetzt halt wirklich gute Gedanken machen, wenn man da als Nachfolger halt holt, weil jeder andere weiß, dass Skiri jetzt bald nicht mehr da ist. Spätestens nächstes Jahr im Sommer. Und ich fände Özcan, sowohl er auch ein krasser Kämpfer ist auf dem Platz während dem Training, ich habe ihn auch oft gesehen. Es reicht halt nicht mehr. Die Zeiten sind leider vorbei, finde ich, wo der damals gegen Schalke so aufgeblüht hat und dann noch weiter so cool gespielt hat. Ich finde, der muss sich jetzt neu finden, ein neues Team suchen. Wie dem auch sei. Ja, Freunde. Und die Aufstellung in der Abwehr, verstehe das bis heute nicht. Klar ist das Baumgarts Entscheidung, keine Frage. Aber ich verstehe das bis heute nicht, warum Isibue oder Schmitz immer wieder vertauschte Außenverteidigerpositionen spielen. Ein Linksverteidiger, wenn zum Beispiel jetzt ein Hector oder ein Katterbach jetzt gefehlt hat, nimm doch wenigstens einen, der auch eine linke Ballführung hat. Ich finde, einen Rechtsverteidiger dahinzustellen, sowieso macht für mich gar keinen Sinn, außer dass er einen Linksfuß auf den Außen vielleicht vom Tempo her stoppen kann, aber Schmitz oder Eze Boel macht für mich da keinen Sinn. Stellen Schmitz hin und tun Eze Boel auf der Innenverteidigung. Das finde ich viel sinnvoller, als ein Eze Boel auf der oder ein Schmitz auf der Linksverteidigerposition zu lassen. Dann kommt man da mit der Sache, ja, wen soll man dann sonst hinstellen? Nimm dann einfach den nächsten. Nimm dann den von der Reserve, ganz einfach. Jeder Typ, der Karriere gespielt hat, hat halt einfach den nächsten Linksverteidiger geholt. Und auch wenn er so grottenschlecht ist, schmeißt ihn ins kalte Wasser rein und gut ist. Verloren hat man ja sowieso. Und ja, ein Uth finde ich okay auf der 10, aber ich hätte es viel für sinnvoller gehalten, wenn man Thielmann auf rechts gelassen hätte und Uth auf die linke Außenbahn aufgestellt hätte. Dann hätte er auch viele gute Flanken reinbringen können. Klar haben die sich auch mal ausgetauscht mit Kainz und Thielmann. Wie gesagt, ich habe halt nach dem 3:0 halt nicht weitergeguckt, weil ich halt gesehen habe, dass da nichts mehr rauszuholen ist. Da kann man jetzt, ja, egal. Auf jeden Fall,
finde ich es halt schon bitter, aber man kann halt jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, ist ja klar, ne? Was mir halt dennoch Sorgen bereitet ist, dass die nächsten Wochen halt nicht einfach werden. Und klar wird FC da, wird unser FC alles dagegen tun, um Punkte dazulassen, aber zu Hause jetzt nächstes Wochenende gegen Leverkusen, es wird ein sehr, sehr großes Kaliber werden. Und danach die Woche gegen BVB, danach die Woche, glaube ich, gegen Bielefeld, da könnte man vielleicht mit Punkte rechnen, aber die anderen beiden, das wird wie Godzilla gegen den Mini-Transformers oder so, ich weiß es nicht. Muss man halt schauen, aber ich finde, man sollte schon langsam sehen, jetzt 7 Wochen, 8 Wochen hat man jetzt eine kleine Entwicklung da, aber jetzt so muss man sich schon langsam entscheiden, so langsam gucken. Klar haben wir noch viele, viele Spiele noch vor uns, aber man sieht halt schon, wie die Leute sich halt machen. Man darf jetzt nicht wegen dieser Niederlage jetzt komplett die Mannschaft auf den Haufen werfen, nein, Topf schmeißen. Das geht nicht. Man kann halt nicht immer meckern, wenn man ein Spiel verliert und die Klappe halten bei Spielen, die man gewinnt. Und ja, jedes Spiel hat 2 Seiten und da muss man halt jetzt von den Fehlern lernen und die Fehler aufbessern. Nur fand ich halt ein paar Positionen und ein paar Aktionen halt nicht, habe ich halt nicht verstanden. Klar ist das die Entscheidung des Trainers, muss man respektieren. Aber zum Beispiel jetzt ein Kapitänsbinde jetzt zum Beispiel den Zischos zu geben, auch wenn Hector gefehlt hat oder weiß ich jetzt nicht. Obwohl das ja normalerweise der Horn ist aktuell, wenn der Hector ja nicht da ist. Man hat ja gesagt Zischos danach, aber normalerweise, wenn man ja nach der Reihenfolge guckt, wer Dienstältester in der Mannschaft ist, weil man das ja schon lange fast in jeder Mannschaft so hat, ist es ja normalerweise der Horn und ja, normalerweise danach der Meret, aber ist ja auch egal jetzt. Man kann jetzt nur hoffen, dass man aus den Fehlern lernt und hoffentlich im nächsten Spiel alles gibt und nicht noch eine Niederlage einfängt. Aber man muss halt jetzt wirklich, ich wiederhole mich lieben gerne nochmal, aber man muss wirklich an den Fehlern jetzt lernen und ja, dem ist weiterhin nichts hinzuzufügen. Ja, Freunde, diesmal war es das erste Video, FC Talk Video mal ohne Intro, aber mir fehlen halt die Worte. Weekend League hat mir auch den kompletten Verstand fast ausgeraubt und ja, ihr seht, mir fehlen die Worte. Auf jeden Fall, Freunde, wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, euer Khalid ist draußen und ciao.